Es ist jetzt 4 Jahre her, dass Iris AP das alte Holzkästchen aus dem Nachlass ihres verstorbenen Vaters öffnete. Dabei stieß sie auf ein wohlbehütetes Familiengeheimnis. 70 Jahre alte Feldpostbriefe einer Französin. Iris AP wusste, dass ihr Vater als junger SS-Offizier in Paris stationiert war. Was sie nicht wusste, er hatte dort eine Geliebte und nicht nur das. Dann las ich weiter. Sie hat also ein Kind bekommen, war zuerst etwas enttäuscht, denn sie hätte gern einen Sohn gehabt. Aber sie hat sich dann doch gefreut, es ist ein Mädchen gewesen. Und dann schreibt sie, sie heißt Christiane Margret. Es gibt also eine Schwester, doch wo? In alten Alben des Vaters entdeckt sie ein Foto, das nicht fest eingeklebt ist, mit einer handgeschriebenen Widmung auf der Rückseite. Es war genau identisch mit der Handschrift aus den Briefen. Und ich wusste, das muss also die Frau sein, die den Brief geschrieben hat. Das muss die Mutter meiner Halbschwester sein. Den Namen der Geliebten, Vornamen und Geburtsdatum der Halbschwester, das ist alles. Mit diesen spärlichen Informationen startet sie eine Anfrage beim Suchdienst des Deutschen Roten Kreuzes in München. Hier lagern 50 Millionen Karteikarten, ein gigantisches Vermächtnis aus dem Zweiten Weltkrieg. Bis heute hilft das Rote Kreuz, die Schicksale von Menschen aufzuklären, die verschollen sind. Es vergehen Monate, bis Iris AP eine Antwort erhält. Wenn ich schon das Rote Kreuz gesehen habe, dann fing bei mir das Kniezittern an. Ja? Und man hatte also jemanden mit einem ähnlichen Vornamen gefunden. Und ich wurde gefragt, ob ich zu der Mutter noch nähere Angaben hatte. Hatte ich aber nicht. Es dauert noch ein weiteres Jahr, bis sie an ihr Ziel kommt. Nach unzähligen Briefen, Telefonaten, Archivbesuchen und Auslandsreisen stieß sie endlich auf eine Frau im Elsass. Erst Unsicherheit, dann Gewissheit. Sie hatte ihre Halbschwester gefunden. Die war überrascht und ahnungslos. Sie hatte die frühe Kindheit in Lebensbornheimen verbracht, Häusern für uneheliche Kinder von SS-Angehörigen. Die beiden Frauen treffen sich. Ein Fotograf hat den Moment für eine Zeitschrift festgehalten. Wir sind uns im Eingang sozusagen in die Arme gefallen. Und es war, als ob wir uns immer schon kannten. Und ich muss sagen, diese ganzen schweren Schritte, die ich davor unternommen hatte, in dem Moment wusste ich, warum ich es gemacht hatte. Denn das war einfach für mich der schönste Moment überhaupt, das größte Wunder, meine Schwester in die Arme nehmen zu dürfen. In diesem Fall fand die Suche einen glücklichen Ausgang. Doch noch immer gibt es über 1 Million Schicksale aus dem Zweiten Weltkrieg, die bis heute ungeklärt sind. Und Iris AP ist heute Morgen bei uns. Frau AP, ich freue mich sehr, dass Sie zu uns gekommen sind. Sie haben auch die Kiste mitgebracht. Das gute Stück steht genau, da. Genau, ja. In der Sie vor 4 Jahren die Briefe gefunden haben von Ihrem Vater. Auch dieses Foto, was ja im Grunde genommen dann der Auslöser war, um nach Ihrer Schwester zu suchen. Richtig. Ich mag mal kurz vorlesen, was da hinten drauf steht. Ohne es zu wissen, waren das die glücklichsten Stunden meines Lebens. Aber nach Freud kommt Leid. Deine Margret, Paris im Juni. Das war die Mutter meiner Halbschwester, die das geschrieben hat, diese Widmung. Und die Schrift war identisch mit den Briefen. Aber es hat dann trotzdem 2 Jahre lang gedauert, bis Sie Ihre Halbschwester gefunden haben. Es hat zwei Jahre lang gedauert. Richtig. Also es lief mit Hilfe mehrerer Organisationen, Deutsches Rotes Kreuz, Wehrmachtsangestelltenstelle in Berlin, französischer Journalist, eigene Recherchen, Privatpersonen, dass meine Schwester schließlich nach 2 Jahren eine sehr komplizierte, aufreibende Suche gefunden wurde. Und es kam auch kurze Zeit danach zu der Begegnung. Beschreiben Sie mal den Moment. Also wir haben es zwar gerade schon im Film gehört, aber als Sie dann Ihrer Schwester gegenüberstanden, von der Sie wussten, es ist Ihre Schwester, aber Sie haben sie noch nie im Leben gesehen. Also es war ein traumhafter Moment. Er war einfach wunderschön und ich habe mir seit klein auf eine Schwester gewünscht. Und das war wie die Erfüllung eines ewig langen Traumes, sie in die Arme schließen zu dürfen. Und es war für uns eigentlich auch so, als ob wir uns nie getrennt hätten. Es war so, als ob wir uns eine Woche nicht gesehen hätten. Wir haben sofort ganz normal miteinander gesprochen.
Auch der Fotograf, der uns begleitet hat, sagte, mein Gott, das gibt's nicht. Wir kamen auch in fast ähnlichen Roben an und wir waren und sind ein Herz und eine Seele. Wie viele Jahre sind Sie auseinander? Wir sind 21 Jahre auseinander. Sie ist im Krieg geboren und ich 63, also wir sind 21 Jahre Unterschied. Wir haben gerade gehört, dass Ihre Schwester die ersten 4 Jahre in einem sogenannten Lebensbornheim aufgewachsen ist. Viele wissen nicht, was das ist. Erklären Sie das mal kurz. Ja, sie ist nicht nur in einem Lebensbornheim aufgewachsen, sondern genau genommen in vieren. Sie hat 4 Lebensbornheime durchlaufen. Mhm. Und Lebensborn war ursprünglich dazu da, dass ledige Frauen anonym unter Geheimhaltung Kinder entbinden konnten. Mhm. Und der Lebensbornverein e.V., 1935 von Himmler gegründet, dem Reichsführer der SS, hatte ursprünglich allem Anschein nach einen karitativen Zweck, einen Fürsorgezweck. In Wahrheit jedoch war es rein rassenpolitischer Hintergrund und bevölkerungspolitischer Hintergrund. Mhm. Es ging also darum, dass wertvolle erbbiologische Gene des deutschen Volkes weitergetragen werden sollten. Ein sehr dunkles Kapitel der deutschen Geschichte. Es ging um die Blutsreinheit, Rassenhygiene, Rassendominanz. Ja. Das sind so die Standardbegriffe, sage ich mal, wenn man es kurz zusammenfassen soll. Sind Sie denn im Nachhinein nicht wütend auf Ihren Vater, dass er Ihnen all das verschwiegen hat, dass Sie das erst nach seinem Tod herausgefunden haben? Also darauf war ich eigentlich nicht wütend, denn mir ist ziemlich bald klar geworden, dass er das Ganze nicht sagen konnte. Mhm. Das Geheimnis durfte sich vorher nicht öffnen. Das durfte sich erst in dem Moment öffnen, wo ich diese Kiste aufgemacht habe. Unglaublich. Er konnte es aus verschiedenen Gründen nicht. Und auch meine Mutter musste erst versterben, denn es war ja ein absolutes Geheimnis, ein großes Familiengeheimnis. Mhm. Und es mussten also erst sehr viele Dinge passieren, bis das wirklich rauskommen durfte. Mhm. Wir hatten ja neulich auch die Diskussion, dass viele Menschen, Großeltern in unserem Fall, die im Krieg waren, gar nicht über diese Zeit auch im Krieg sprechen konnten. Wie viel weißt du über die Geschichte deiner Großeltern? Relativ wenig. So. Also der Vater von meiner Mutter, der war offener, sage ich mal. Und da kam so häppchenweise ein bisschen was. Aber sobald man irgendwie ein bisschen näher dran gegangen ist, so war dann auch Sense. Ich habe über meine Mutter sehr viel über ihn erfahren. Und es ist ja auch irgendwie extrem wertvoll, dass da noch Zeitzeugen sind. Ja. Also ihre Geschichte ist auch wirklich das... Das ist echt bewegend. Kann man sich ja kaum vorstellen, aber auch dass man direkt so vertraut dann ist. Das ist das Erstaunliche. Das Unglaubliche. Ja. Also es war vom ersten Moment an die absolute Vertrautheit. Wie oft sehen Sie sich heute? Momentan nicht so oft, aber jedes Mal ist es wirklich so, als ob wir uns von Kindheit auf oder wer weiß wie lange schon kannten. Und das bei einem Altersunterschied dann auch noch von über 20 Jahren. Ne? 21 Jahre. Beschäftigt Sie nicht die Frage, ob es noch mehr Geschwister gibt von Ihnen? Die Frage, die hat mich bereits davor beschäftigt. Und in der Tat, es gibt mehr Geschwister. Das würde jetzt hier den Rahmen komplett sprengen. Mhm. Denn die Kiste offenbarte mir einiges mehr. Und ich hatte das Gefühl, ich müsste in diese ganze Geschichte wirklich tiefer eintauchen, um die Hintergründe zu verstehen. Mhm. Damit ich begreife, was damals passiert ist. Ich habe also durch diese Briefe und durch die ganzen Recherchen begriffen, was mein Vater damals für eine Rolle spielte in seiner SS-Zeit, dass er wirklich die Aufgabe hatte, arischen Nachwuchs zu zeugen. Ja. Da gibt es also viel, viel, viel zu erzählen. Sie schreiben auch ein Buch drüber, ne? Über das, was Sie da entdeckt haben. Da muss man noch ein Buch drüber schreiben. Da muss man eigentlich ein Buch drüber schreiben. Es war mir ein absolutes Bedürfnis, nachdem viel von der Geschichte aufgearbeitet worden war, da meine Seele reinfließen zu lassen. Und 400 Seiten sind also bislang entstanden. Wow. Mehr über Sie und auch über andere Geschichten, bei denen das Deutsche Rote Kreuz auch helfen konnte, sehen Sie am Sonntag in der ZDF-Reportage um 12 Uhr hier bei uns im ZDF. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Nicht 12 Uhr, Entschuldigung. Um 18 Uhr. Ich habe mich gerade vertan.